Ja, dann lassen wir mal den Hund. den Hund das tun. Wir spielen jetzt weiter mit Thomas. Oder willst du noch mal kurz was zu sagen, was passierte? Nee. Okay. Nun gab es keinen Weg mehr zurück. Ach so. Das hatten wir schon. Ich habe doch noch was. Zwar wurde gerade die Frage aufgeworfen, ob man, wie das denn eigentlich war mit dem Wehrdienst in der DDR. Und tatsächlich gab es nur die eine Option zur Verweigerung des Waffeneinsatzes, sich dann als Bausoldat sozusagen, wie hieß das richtig? Warte. Das hat doch noch einen anderen Namen. Nee, war doch der richtige Name. Bausoldat. Ansonsten hast du keine andere Wahl. Also du und alle anderen Varianten waren mit Gefängnis, wenn ich das richtig. Ich gucke gerade parallel nochmal, aber ich glaube, du hast. Genau. Jetzt habe ich es mir mal wieder einfach gemacht und kurz bei Wikipedia geguckt. Eine etwa weitergehende Verweigerung wurde nach § 256 Strafgesetzbuch der DDR, Wehrdienstentziehung und Wehrdienstverweigerung mit Gefängnis nicht unter 18 Monaten ohne Bewährung bestraft, ohne dass dies etwa ausdrücklich im Gesetz erwähnt wurde. Ja. So richtig was machen kann man da nicht. Also kein Zivildienst. So, dann gehen wir mal. Oh Mann, ey. Edgar Samkata, schön, dass du da warst. Gute Nacht. Wir haben es fast geschafft, ich kann nämlich auch nicht mehr. Je näher die Demonstranten kamen, umso mehr hoffte ich auf einen Befehl zum Rückzug. Das ist immer noch dasselbe. Vorrücken. Plötzlich ertönte eine Stimme aus den Lautsprechern des Stadtfunks. Kurt Masur. Wir alle sind von den Entwicklungen in unserer Stadt betroffen und suchen nach einer Lösung. Unsere gemeinsame Sorge und Verantwortung haben uns heute zusammengebracht. Da bin ich jetzt mal gespannt. Aufruf der Sechs von Leipzig. Mal kurz die Sprechchöre etwas leiser, ja? Aufruf der Sechs von Leipzig. Mit einem spontan verfassten Aufruf zur Gewaltfreiheit wandten sich drei Leipziger Bürger gemeinsam mit drei Bezirksfunktionären der SED am 9. Oktober 1989 an Zivilistinnen und Sicherheitskräfte auf den Straßen. Die Originalaufnahme wurde am Nachmittag des 9. Oktober von Kurt Masur im Gewandhaus Leipzig eingesprochen und ab 18 Uhr immer wieder über die Lautsprecher des Stadtfunks im Leipziger Stadtgebiet ausgestrahlt. Lautsprecheranlagen des Leipziger Stadtfunks befanden sich an mehreren Orten am Innenstadtring. Die Aufnahme wurde gleichzeitig im lokalen Rundfunk ausgestrahlt. Aha, wenn wir nicht unsere Probe vorgezogen hätten, sondern uns mit den SED-Vertretern getroffen hätten, wäre das rausgekommen. Dann hätten wir Aufruf der Sechs von Leipzig. Es ist schade, dass es davon keine Aufnahme gibt. Ja. Mal wieder ein bisschen lauter. Wir konnten es nicht fassen. Kurt Masur, Kapellmeister des Gewandhauses, hatte sich mit Leipziger SED-Funktionären und anderen zusammengetan, um zu verhindern, dass die Demonstration eskalierte. Die Demonstranten kamen immer näher. Schon konnte ich einzelne Gesichter erkennen. Hoffentlich wird es kein zweites Pickel. Ja. Demonstrant, schließt euch an. Demonstrantin, wir sind keine Rowdies. Warte mal. Oh, das wollt ihr nicht. Entschuldigung.
Da oben war ein I und da wollte ich nochmal hin. Am 4. Juni 1989 wurden auf dem Tiananmen-Platz in Peking Bürgerinnenproteste für die Demokratisierung der Volksrepublik China brutal durch die chinesische Volksbefreiungsarmee niedergeschlagen. Die SED-Spitze lobte das Vorgehen der chinesischen Führung, wodurch in der DDR die Angst vor einer chinesischen Lösung wuchs. Immer näher rückten wir und den Demonstranten aufeinander zu. Der Befehl war klar: Aufspalten und abdrängen. Zugmarsch. 18.35 Uhr. Eine Bestätigung des Einsatzbefehls auf Ost-Berlin bleibt aus. Der SED-Bezirksleiter Helmut Hackenberg weist den Leipziger Polizeichef eigenmächtig an, nicht aktiv einzugreifen, um die Einsatzkräfte zur Eigensicherung übergehen zu lassen. Ich kann das nicht. Ich kann nicht mit dem Knüppel auf die einschlagen. Das habe ich in Berlin auch erst gedacht. Aber dann gewöhnst du dich. Aber das hier ist nicht Berlin. Wir sind in Leipzig. Hier könnten meine Familie, meine Freunde, meine Nachbarn stehen. Und dann sah ich plötzlich, wie sich ein Junge bückte. Option 1, die anderen warnen. Option 2, selbst eingreifen. Option 3, abwarten und den Jungen im Blick behalten. Also die anderen warnen würde ich nicht. Wer weiß, was wir dann lostreten. Beim Eingreifen genau dasselbe. Deswegen bin ich für abwarten und den Jungen im Blick behalten. Und der Chat ist auf derselben Seite. Beidwelt, Horsti und Ole sagen alle abwarten und den Jungen im Blick behalten. XML hat auch. Oh, Beidwelt oder mal die Wende verhindern. Ja. Ich wartete ab, behielt den Jungen aber fest im Blick. Plötzlich kam der Befehl zum Rückzug. Dein behutsames Abwägen verhinderte eine Eskalation der Situation. Kompanie kehrt, Ketten öffnen und übergehen zur Eigensicherung. Ralf und ich schauten uns ungläubig an. Damit hatten wir nicht gerechnet. Offenbar war von oben die Anordnung gekommen, doch nicht einzugreifen. Erleichtert zogen wir uns von der Straße zurück. Von den vermeintlichen Steinewerfer fehlte plötzlich jegliche Spur. Ich war froh, dass alles ohne Blutvergießen abgelaufen war. Insgeheim dachte ich bei mir, das war's mit der DDR. Der Staatsmacht war nun erfolgreich Paroli geboten worden. Als der Demonstrationszug vor der Stasi-Zentrale ankommt, werden Stasi-Rausrufe laut. Demonstrantinnen fordern die Freilassung von Festgenommenen. Doch niemand wirft auch nur einen Stein und die Polizei greift nicht ein. Zurück auf dem Karl-Marx-Platz fallen sich die Menschen in die Arme. Aufbruch und Neuanfang liegen in der Luft. Ein großer Erfolg für die Bürgerrechtsbewegung in der DDR. Dein Handeln hat dazu beigetragen, dass der Tag friedlich verlaufen ist. Tatsächlich ging dieser Tag als ein Schlüsselmoment der friedlichen Revolution in die Geschichte ein. Du warst erfolgreich, die Demonstration verlief friedlich, du konntest eine gewaltsame Eskalation verhindern. Am 9. Oktober 1989 protestieren in Leipzig 70.000 Menschen friedlich gegen das SED-Regime. Entgegen den Anweisungen aus Berlin greifen die Sicherheitskräfte nicht ein. Die Staatsmacht kapituliert vor der unüberschaubaren Menge. Zum ersten Mal kann der Demonstrationszug den gesamten Leipziger Innenstadtring umrunden, mit weitreichenden Folgen. Immer mehr Menschen schließen sich in den folgenden Wochen den friedlichen Protesten an. Auf Druck aus der Parteispitze muss Erich Honecker am 18. Oktober 1989 als Staatschef zurücktreten. Als neuer erster Mann im Staat verspricht Egon Krenz eine
politische Wende. Doch als am 9. November 1989 in Berlin die Mauer fällt, sind Aufbruch und Umbruch nicht mehr aufzuhalten. Ich habe übrigens gerade noch mal geguckt, wer die Mitglieder, also wer die sechs von Leipzig waren. Aha. Und von Kurt Masur wissen wir ja schon. Wir wussten jetzt auch schon, dass es drei Leute aus der SED-Bezirksleitung waren. Ja. Und zwar der Sekretär für Kultur, der Sekretär für Agitation und Propaganda und der für Wissenschaft und Erziehung. Kurt Meyer, Jochen Pommert und Roland Wötze. Und dann war noch ein Theologiedozent an der Universität, in der Karl-Marx-Universität, wie die Uni früher hieß, der übrigens später als IEM enttarnt wurde. Oh. Der Peter Zimmermann und Bernd Lutz Lange, ein Kabarettist, den kenne ich auch noch. Zumindest das, sowohl Name als auch Bild sagt mir was. Kann aber auch am MDR-Programm von früher gelegen haben. Das waren die Leipziger Sechs. Unsere gemeinsame Sorge und Verantwortung haben uns heute zusammengeführt. Wir sind von der Entwicklung in unserer Stadt betroffen und suchen nach einer Lösung. Wir alle brauchen freien Meinungsaustausch über die Weiterführung des Sozialismus in unserem Land. Deshalb versprechen die Genannten, heute allen Bürgern ihre ganze Kraft und Autorität dafür einzusetzen, dass dieser Dialog nicht nur im Bezirk Leipzig, sondern auch mit unserer Regierung geführt wird. Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird. Es sprach Kurt Masur. Oh, es gibt eine Audioversion, und zwar auf der Seite der Stadt Leipzig. Ja. Verehrte Hörer, liebe Leipziger, vielfältig sind in diesen Tagen die Wortmeldungen aus allen Schichten der Bürger unserer Stadt zu aktuellen Fragen unserer Zeit. Hören Sie bitte, was uns namhafte Leipziger Bürger sagten. Michael Zock brachte vor wenigen Minuten Folgendes aus dem Gewandhaus. Die Leipziger Bürger, Professor Kurt Masur, Pfarrer Dr. Peter Zimmermann, der Kabarettist Bernd Lutz Lange und die Sekretäre der SED-Bezirksleitung Dr. Kurt Meyer, Jochen Pommert und Dr. Roland Wötze wenden sich mit folgendem Aufruf an alle Leipziger. Unsere gemeinsame Sorge und Verantwortung haben uns heute zusammengeführt. Wir sind von der Entwicklung in unserer Stadt betroffen und suchen nach einer Lösung. Wir alle brauchen einen freien Meinungsaustausch über die Weiterführung des Sozialismus in unserem Land. Deshalb versprechen die Genannten, heute allen Bürgern ihre ganze Kraft und Autorität dafür einzusetzen, dass dieser Dialog nicht nur im Bezirk Leipzig, sondern auch mit unserer Regierung geführt wird. Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird. Es sprach Kurt Masur. Krass. Danke fürs Raussuchen. Es ist halt schon krass, wenn man einfach, und das kam bei allen Geschichten, die wir jetzt gespielt haben, raus, wie sehr doch so die Entscheidungen, die man trifft und diese, manchmal ja auch Momententscheidungen, wie jetzt gerade in dem letzten Kapitel reagiere ich, dass da ein Kind zum Boden greift oder reagiere ich da nicht? Und wenn ich reagiere, wie reagiere ich? Und dass halt genau solche kleinen Momente dazu beitragen, ob Gewalt entsteht und ob diese Demonstration aus dem Ruder läuft oder eben auch nicht. Oder dass, so wie wir das Spiel gespielt haben, gab es ja diesen Aufruf von Kurt Masur und den Leipziger Sechs nicht. Weil die sich ja gar nicht unterhalten haben. Ja, scheiße, und, ne? jetzt aber zu sehen, dass augenscheinlich das tatsächlich was war, das ist dann auch, ich hab gerade parallel nochmal oder auf der Leipziger Seite nochmal kurz geguckt. Es gab halt im Stadtgebiet verteilt Lautsprecheranlagen und die wurden genutzt. So dass tatsächlich übelst viele Leute, die da unterwegs waren, diesen Aufruf gehört haben. Und es ist ja auch ein Versprechen. Also das war ja auch eine interessante Gruppierung von Menschen. Du hast eine Theologie, du hast einen Theologen, du hast den großen Professor Masur und du hast einen Kabarettisten, der ja auch zu DDR-Zeiten hat man sehr gut mit Worten
umzugehen gewusst, um Missstände anzuprangern und immer so haarscharf an der Grenze zu sein und eben kein Berufsverbot zu bekommen. Also das findet sich immer wieder. Wer so Fernsehaufzeichnungen sieht aus der Zeit, da gibt es einfach genug Momente, wo ich mir auch mit Schmunzeln tatsächlich nicht verkneifen kann. Und ich denke so, krass, was ihr alles nicht sagt, während ihr es sagt und trotzdem eine ganze Menge sagt. Mhm. Und also diese drei, die ja durchaus eine Rolle hatten und auch unterschiedliche Gruppierungen angesprochen haben. Und dann auf der anderen Seite die Vertreter der SED-Bezirksleitung, auch in dieser Breite. Und die haben Versprechen abgegeben und sie haben es nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Stadt gemacht. So dieses, Leute, wir wollen, dass es friedlich ist. Oder wie der Thomas, der gemeint hat, so, na ja, wir sind aber nicht in Berlin, wir sind hier in Leipzig. Das können meine Familie, meine Nachbarn oder sonst wer sein, der da steht. Und dieses verbunden mit dem Versprechen, wir setzen uns insgesamt auf Ebene der Regierung dafür ein, dass wir hier in einen freien Meinungsaustausch kommen, immer aber auch mit diesem, wir wollen den Sozialismus. Also wir wollen einen freien Meinungsaustausch, um den Sozialismus voranzubringen, zu verändern, wie auch immer. Ja. Und damit hat man ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen angesprochen und hat im Endeffekt überall die gleiche Botschaft hingeschickt. Mhm. So. Und das finde ich sehr faszinierend. Ja. Schön, dass es das nochmal, dass wir es als Audioschnipsel da in Leipzig dann auch nochmal gefunden haben. Ja, jetzt den Epilog von Thomas, unserem Bereitschaftspolizisten. Thomas bleibt vom DDR-System überzeugt, kann den gesellschaftlichen Veränderungen aber etwas Positives abgewinnen. Während viele Führungskräfte der Polizei abgesetzt werden, findet er seinen Platz in sich wandelndem politischen System. Thomas bleibt Polizist, erhält einen höheren Dienstgrad und beteiligt sich an der Reformierung der ehemaligen Volkspolizei. Und in zwei Schön. Wochen, in drei Wochen spielen wir mit in drei. Ja. Mit zwei Wochen Dienstagspolitikpause und danach steigen wir nochmal mit Herbst 89 ein. Und wer es nicht aushält bis dahin, kann ja gerne auch mal eine Parallelversion spielen. Denn ja. Das ist so wunderbar in diesem Spiel, es ist kostenfrei zugänglich. Genau, es läuft einfach im Browser und wenn ihr was, dann wenn ihr was Interessantes entdeckt, aber bitte keine Spoiler von Sachen, die wir noch nicht hatten. Oder generell, wenn ihr noch nicht auf Discord seid, kommt auf Discord und vielleicht werft da mal was rein und wir sprechen auch noch. Ich muss, glaube ich, auch auf Discord noch einen eigenen Kanal einrichten mit Herbst 89, weil ich denke, das wird uns jetzt, wir haben ja noch ein paar, wir haben jetzt 4 von 7 möglichen Protagonisten gespielt. Das heißt, ja, das nächste Mal geht's weiter mit Herbst 89, definitiv. Und es ist mega gut gemacht. Also, Auf jeden Fall. Ich finde es auch in so kurzer Zeit so viel Emotionen auszulösen, ist nicht einfach. Ja, so viele Emotionen, so viele Denkanstöße und dabei im Endeffekt in einem relativ simplen Setting. Es ist ein Tag, es ist immer der 9. Oktober, es ist der eine Tag, der aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wird und das finde ich sehr, sehr interessant. Ja, und XML-Held fragt, gibt es weitere Kapitel? Der Herbst 89 umfasst ja auch den 9. November in Berlin. Ja, aber guck mal, ne? Hier direkt in der Mitte. Es ist bezogen auf den Straßen von Leipzig. Also es dreht sich hier alles um Leipzig, weil dort diese vielen Dinge passiert sind. Also es geht immer nur hier um Leipzig und das ist auch der Teil der Ausstellung im Deutschen Historischen Museum, beschäftigt sich halt an diesem Fall, weil diese riesige Demonstration komplett friedlich ablief und du diese Spieler hattest mit Kurt Masur, mit Egon Krenz, da bin ich mal gespannt, wie das denn da eingeflechtet wird. Also es bezieht sich nur auf die Straßen von Leipzig. Keine Ahnung, ob die von Playing History oder vom Deutschen Historischen Museum noch planen, da irgendwie was anderes zu machen, aber das hier ist auch Teil
der Ausstellung Roads Not Taken. Deswegen diese Entscheidungsgeschichte. Also Roads Not Taken, es hätte auch anders kommen können. Das ist auch Teil dieser Ausstellung. Deswegen ist das ist es halt mit diesen Entscheidungen so gestaltet und es fokussiert sich hier auf die Straßen von Berlin. Ja. Das Spiel, das Setting dieses Spiels, genau wie Andreas gerade gesagt hat, ist halt dieser eine Tag. Was aber durch den Epilog immer wieder kommt, ist so diese Einbindung. Also wir haben, glaube ich, beim letzten Mal ja auch Videoausschnitte gesehen vom Mauerfall beispielsweise. Oder das wird einfach thematisiert über die Geschichten, die dann noch kommen. Also es ist schon, im Gesamtsetting hast du immer diesen Herbst 89. Aber der Fokus ist halt ganz klar auf dem 9. Oktober. Ja. Ich finde das auch schön, halt, weil wir jetzt so langsam halt so dieses Puzzlestück, würde etwas fehlen, wenn wir plötzlich woanders sind. Es ist immer schön, diese neue Perspektive zu sagen und jetzt auch langsam Dinge wiederzuerkennen. Und dieses Entdecken ist halt, es wird nie langweilig, weil du so viele Perspektiven hast. Jetzt. Und bei der Geschichte vom Polizisten sind uns Dinge klar geworden, die Masur betrafen, den wir eigentlich schon gespielt haben. Was auch total schön ist. Diese Verflechtung. Aber du musst mal drauf kommen, es so darzustellen. Und da, je länger ich es spiele, je länger wir uns damit auseinandersetzen, desto mehr möchte ich meinen Hut ziehen, den ich gar nicht trage. Aber ihr wisst, was ich meine. Absolut. Und XML-Head, wir haben uns, glaube ich, André hat vorhin auch den YouTube-Link nochmal reingestellt. Wir haben letzte Woche auch nochmal über diese Schabowski-Zettel-Situation und die Bornholmer Straße gesprochen. Und wir haben auch, wenn ich mich recht entsinne, Videoausschnitte zugesehen. Aber ist halt nicht Teil des Spiels, sondern dann nur als, was heißt nur, als Information mit verfügbar. Nee, Videoausschnitte, ich habe den Film Bornholmer Straße sehr empfohlen. Du hast einen Link geteilt zu einer Dokumentation, die es auch dazu gibt und so. Wir machen jetzt mal den Sack zu. Meine Fresse, ist 23:45. Ich muss mit dem Hund raus. Der Hund ist, glaube ich, ich mache nochmal die Schnubbikanne. Ja, da ist er wieder zurückgekehrt auf sein Kissen. Das war die Vorschau. Danke, dass ihr alle da wart. Es hat mich wahnsinnig gefreut. Es war eine so schöne Runde heute und jetzt halte ich meinen Mund. Wie das Tradition ist in der Dienstagspolitik, hat Romy das letzte Wort. Ich bin ganz schön leer gequatscht. Das war ein sehr, sehr langer Tag und vor allem war es ein wunderbarer Stream. Vielen Dank, André. Und vielen Dank euch, dass ihr wieder so viele Geschichten und so geteilt habt und so viele Fragen mitgebracht habt, über die wir gemeinsam nachdenken konnten. Ich bin Fan von dem Spiel und ich würde mich natürlich total freuen, wenn ihr die Nicht-Dienstagspolitik-Zeit damit füllt, euch selber nochmal mit diesem Spiel auseinanderzusetzen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es nochmal ganz spannend ist, was passiert, wenn man auch den Auftrag den wir ja haben, Gewalt und Eskalation zu verhindern, wenn man den nicht erfüllt und sich falsch entscheidet oder anders entscheidet. Und ich wünsche euch so oder so viel Spaß dabei. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir uns jetzt 2 Wochen nicht sehen. Aber umso mehr freue ich mich auf die Dienstagspolitik in 3 Wochen. André, dir wünsche ich eine wunderbare Auszeit. Herzliche Grüße an die Gattin. Ich bin in der übernächsten Woche im Einsatz und habe Veranstaltungen zu moderieren. Das erzähle ich euch dann aber in 3 Wochen. Und so bleibt mir nichts weiter übrig, als zu sagen, kommt gut durch die Nacht und bis bald.